Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Matchmaking auf, ja, Dust 2. Ich wollte eigentlich auf Train spielen, aber ich war 8 Minuten in der Queue und dann hatte ich keine Lust mehr. Also wegen der Mission. Und ja, deswegen habe ich ja Dust und Cobblestone und Overpass reingetan. Wieso geht der alleine? Ah, cooler Typ, der wird sicherlich viel reißen. Ja, genau. Und ja, Train irgendwie anscheinend spielt das kein Mensch, also weiß auch nicht. Ich werde die Mission dann trotzdem irgendwann mal machen. Ich habe jetzt die letzten paar Tage gar keine Mission mehr gemacht. Von daher. Ich hasse. Ach du Scheiße. Leute, ich bin ja schon letzter, what the fuck? Nice. Ach du Scheiße. Wie sind die denn alle schon? Und wieso redet der Kerl so komisch? Ach, ey, ohne Scheiß, wie sind die denn alle so sauschnell gestorben, ey? Ach, meine Fresse. Ist doch unglaublich. Was? Der hat gerade Short gesagt, ne? Ich habe jetzt keine Piste. Ja, das Short. Ja, die Runde werden wir safe verlieren. Das ist selten, dass man eine Pistolrunde gewinnt. Also. Die Echo-Runde nach der Pistolrunde. Keine Ahnung, warum der Kerl so dämlich flüstert, das hat sich mich erinnert. Alter, übertreib, ey. Junge, Junge, Junge. Von einem Kerl und einer P90 drei Leute. Drei Leute von einem Kerl und einer P90 zerstört worden. Alter, ohne Scheiß, ich mute den gleich, weil das regt echt auf, wie der redet, ohne Scheiß. Also ich weiß ja nicht, das ist immer das Problem, ich weiß nicht, wie ihr das hört, aber bei mir hört sich das mega scheiße in den Ohren an. Mir ist ja da eine schlechte Mikroqualität, aber ich habe das Gefühl, dass er einfach nur Sauna ans Mikro rangeht und es mit Absicht macht. Und solche Leute hasse ich. Wie sich jetzt Schrotflinten kaufen, was sind das für Faggots? Und wieso habe ich mir die AK gekauft? Down. Ich würde mir jetzt fest davon ausgehen, dass ich keinen einzigen Schuss getroffen habe, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Fickte Scheiße. Junge! Der campt da und kann mir nicht mal den Rücken frei halten. Ist das denn verfickter Ernst? Oh, ich bin so schlecht mit der Waffe, ich kaufe die mir nie wieder, ey, ohne Scheiß. Aber der andere Kerl ohne Scheiß, ich dachte, der kommt da jetzt hoch und der andere macht den easy platt und der. Ich krieg noch 40 Damage von dem, es ist doch unglaublich. Ah, eine Destroyer-Runde. Ich liebe es, wenn keiner die Ansagen macht. Ich weiß nicht, was mit diesem blauen Typen los ist. Ohne Scheiß, der Kerl ist, glaube ich, ein bisschen geistig behindert oder so. Er ist auch letzter im Team. Also ich meine, gut, wir sind alle scheiße. Aber ich meine, er ist nochmal den ganz kleinen Grad beschissener. Der geht immer alleine los. Und weil wenn alle B gehen, geht der A. Yes. Get wrecked, bitch. Fuck. Ah. Damn it. Ja, sieht nach einer schnellen Runde aus. Das macht nicht mal der komische. Jetzt schon wieder, es gehen alle. Der Kerl macht das doch mit Absicht, oder? Ohne Scheiß. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, wie solche Leute Gold Nova gekommen sind. Wenn so scheiß, also so ein Bullshit hat, macht man doch nicht mal in Silber. Ich meine, als Terrorist läuft man doch immer zu fünft rum. Also außer wenn einer sniped hat oder so, aber. Ich meine, bei unserem Team hat jetzt niemand ein AWP.
Fuck, der ist durchgerusht. Und dann campt er halt und stirbt trotzdem, der Kerl. Oh, das ist wie diese P90-Typen vom letzten Mal, die mich so aufgeregt haben. Ich meine, ohne Scheiß, das ist überhaupt keinen Sinn, dass der B geht und dann campt er und dann wird er auch noch gekillt. Wow, wir haben echt eine Runde gewonnen. Crazy shit. Das war die erste Runde, in der ich, glaube ich, gar nichts gemacht habe. Und die gewinnen wir natürlich erstmal wieder. Sollte mir wohl irgendwas sagen. Ja, ich finde es lustig, dass die Gegner überhaupt keine AWPs haben. Und sich stattdessen lieber Schrotflinten und immer noch P90s kaufen. Irgendwie ist das komisch. Lol. Hier sieht's sicher aus. Ich schaue eine Sekunde nach rechts und in der Sekunde kommt er raus und killt uns beide. Oder vielleicht flüstert er auch. Das könnte auch sein. Das hört sich auf jeden Fall mega behindert an. Oh Mann, ey. Dafür macht er ja. Easy. You fucking noob. Alter Schwede, ey. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum er nicht einfach in den Catacombs geblieben ist und sich da in der Ecke gehockt hat. Go to lung and draw smoke in the lung. You must play today, okay? We will defeat the mercenaries. I'm throwing smoke. So. Lol, der hat sich eine AWP geholt. Aber vielleicht kommen jetzt die Plays von dem Kerl. Er hat sich selbst geflasht, der Kerl. Was ist jetzt? Gehen wir jetzt A-Long oder nicht? Lol, wo ist denn die Smoke hingeflogen, ey? Oh, nice. Das kann nicht wahr sein. Verfickte Scheiße, ey. Ich meine, ich bin mit beiden Waffen nicht besonders gut, aber ich glaube, ich bin mit der AWP trotzdem noch ein bisschen besser. Er wird jetzt eh nicht kommen, der weiß, dass wir mindestens eine AWP haben, also zumindest von Long wird er nicht kommen. Zweifle ich doch ganz stark. Ja, er kommt doch nicht von Long. Oh, und den Kill mache ich dann, ey. What the fuck? Manchmal weiß ich selbst nicht so genau, was ich für eine Scheiße zusammenspiele. Ah, egal. Ich weiß nur, das ist das Einzige, was ich auf das 2 hasse. Das mit der Sniper am Anfang hier in die Mitte. Kann ich überhaupt nicht. Fuck it, genau das meinte ich. Da jemanden wegzuholen. Das ist gay. Ich weiß schon, man muss so durch die Tür schießen, dann kann man jemanden anhitten, aber das ist irgendwie auch scheiße. Nur anzünden. Fuck. Oh, okay, ich hab gedacht, er rusht.
Dammit. Ich kann genau nicht in die Ecke schauen. Da hat er wohl gedacht, ich habe keine AWP. Go A. Go A? Wir sind alle auf B. Go A. Jetzt gehe ich alleine, ey, oder was? I said go away, fight me. Fight for me. Ich glaube, hier sehe keiner. Die waren, glaube ich, sogar auf B. Oh, sieht spaßig aus. 1 gegen 3. Das kann nicht wahr sein. Also, wie schlecht bin ich eigentlich? Meine Fresse. Na, der andere Kerl. Warum kommt der nicht mit auf A? Wieso geht der B, wenn ich die Bombe habe? Ich meine, das ist doch einfach nur 1 und 1 zusammenzählen. Ich meine, das ist, selbst wenn er die alle drei oder zwei von denen noch gekillt hätte, das bringt doch einen Scheißdreck, wenn die Bombe auf A geht. Okay, let's go. Ach, war das nicht so? Moment mal, das war doch gerade Orange, wo noch gelebt hat, oder nicht? Dann war das ja sogar der Spasti, der gesagt hat, go B. Go A, meine ich. Ach, keine Ahnung. Ich blick da selbst nicht ganz durch. Auf der sich auch schon Schrot finden. You don't say punch me, no one die die. Good job, man. Me lost everything. Уходи оттуда, подружка, иди на мице и свое АВП. У тебя тиммейт с АВП без брони, блядь. И в мету еще кто-то есть. Ты его просто хоронишь. What the fuck? Ich glaube, das war nicht mehr Englisch. Shut up, Putin. Oh. Okay, for work. Tja. Der Kerl, ey, der macht mich noch fertig. Aber ich glaube, ich mute ihn jetzt demnächst. Vielleicht. Also, wenn er wieder Russisch spricht. Unbox, go on. Go fucking long. Es hat kein Honk. No more. Just one by the night. Verrecke, Cheerleader. Das kann doch nicht wahr sein. Dreimal habe ich ihn nur getroffen. Ist das sein verfickter Ernst? Sind alle übelst scheiße und dann, ja komm, kick mal hin. Dann kommt der hier mit. Fucking Noob! Ich glaube, dass wir Noobs sind, haben wir jetzt schon oft genug bewiesen. In diesem Spiel. In dieser Runde, besser gesagt. Ja, aber solange es so läuft, immer eins gewinnen, eins verlieren, das ist mir eigentlich relativ egal. Da ist wenigstens die Gefahr nicht da, dass man absteigt. Ein immenser Vorteil. Weil wenn man immer letzter ist, dann wahrscheinlich schon noch, aber ja. Bin ich ja in der Regel nicht. Wow. Okay, good kill. One shot once it is bound. Oh, es sind alle tot. Was für eine Überraschung. Fuck, ich hätte die Bombe mitnehmen. Scheiße. Na gut, jetzt kann ich da nicht nochmal hin. Ich hocke mich jetzt hier hin. So ein richtiger Pro-Gamer. Und warte. Fuck.
Ja, gut, ich habe ihn getroffen, aber... Tja. Nicht gekillt. Naja, ich probiere jetzt einfach nur noch Erster in dem Team zu werden. Das sollte eigentlich nicht so ultra schwierig sein. Da ist jetzt hier eine AWP links von mir. Ich glaube, ich bleibe hier einfach sitzen. Oder stehen. Fickte Scheiße. Ich habe ihn getroffen, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden die Waffe auf die Distanz macht. Ja, wo ist der? Fickte Scheiße. Ich habe ihn schon wieder getroffen. Wie viel Leben hat der denn? Also es hat sich gerade ziemlich stark nach einem Headshot angehört. Und da ist er down. Ich finde es aber lustig, wie die Leute immer nach Kicks fragen, ganz ehrlich, das ist voll behindert, weil wenn du gekickt wirst, dann wirst du genauso gebannt. Als zumindest wenn du öfters gekickt wirst. Und, soweit ich weiß, kannst du auch absteigen, wenn du gekickt wirst. Und da ist es. Gut. Habe ich nicht gesehen. Ist ja auch egal, ich hatte noch 9 Life und es waren immer noch 2 Gegner übrig. Egal, ich bin jetzt Erster. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen MVP-Stern verdienen, dann habe ich alles erreicht, was ich jemals erreichen wollte. Nicht. Das Team ist scheiße. Ach so, habe ich nicht gesagt, ich mute ihn, wenn er wieder Russisch redet. Er hat jetzt vorhin die ganze Zeit nur noch Russisch geredet. Ich hasse solche Leute, ey. Wenn sie beleidigen wollen, sollen sie ihr fettes, haariges Spiegelbild beleidigen. Als ob es irgendjemanden interessiert, was der da auf Russisch labert. Ganz ehrlich, ihm versteht doch eh kein Mensch hier drin. Also vielleicht der Grüne, der ist anscheinend auch Russisch, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Solche Leute fucken einfach nur ab. Moment mal, hat der Kerl gelieft? Naja. What the f... Ja, ich glaub's auch. Das ist doch scheiße. Gleich passiert irgendwas. Alter, der hat da oben auf der Kiste gecampt, Mann. Und verkackt's auch noch. Ja, jetzt halt die Fresse, Junge, du nervst. Spasti, ey. What the fuck? Versteh ich echt nicht. Und er hat nicht mal zu dem Auto hingeschaut, ob da einer steht. Vielleicht sein, dass wir die Runde sogar mal wieder gewinnen. Weil wer lebt noch? Oh, der letzte von denen spielt auch mit der Sniper. Zumindest vorhin hat er die ganze Zeit eine gehabt. Also AWP. LOL. What the fuck? Get wrecked, würde ich mal sagen. Ja. Ich weiß nicht, welche Runde ist denn das?
Achso, erst 13. Ich. Wobei. Ich könnte mir nur jetzt eine Negev leisten. Okay, ich gönne mir eine. Ja, das ist, die Runde werden wir safe verlieren. Die spielen einfach besser als wir und ja. 1B. 2B. War nicht so klug, was ich gerade gemacht habe, so hat mich schon mal ein Teammate gekillt, da vorbeizuspringen. Ja, das habe ich auch erst zu spät realisiert. Ja. Negev-Runde. Kann da nur was Gutes bei rauskommen. Da kommt neue Faggots. Ich bin bereit für euch. Ohne Witz, vorhin hatten die doch einen, der ist die ganze Zeit A-Long gerusht, die ersten paar Runden. Der kommt auch irgendwie nicht mehr. Ich soll da weggehen, weil wenn die einfach so blind durchschießen mit der AWP, dann würden sie mich genau treffen. Hat denn der Autosniper gehabt? Ich glaube fast schon. Lass da mal die Profi rein. Bam, Junge. So trifft man garantiert was. Jetzt sippen noch die Sniper. Fuck. Hey, was? 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 Ich dachte. Was? Wer hat den Sniper. Oh lol. Ich dachte, der letzte wäre da links in der Ecke gewesen. Mit einer Sniper vor allem. Und nicht A-Short mit einer AK. Wow, mein Fail. Naja, die Hoffnung, das Spiel noch zu gewinnen, habe ich hier schon längst aufgegeben. Heute ist einfach kein guter Tag. Ich habe in allem, was ich gespielt habe, nur verloren. Das ist wirklich, manchmal kann man einfach nicht gewinnen. Das ist einfach so. Manchmal geht's einfach nicht. Ja, wir sind ganz sicher keine Freunde. Ich würde mal ganz ehrlich gerne wissen, was passiert eigentlich, wenn man die ganze Zeit reportet wird wegen Blood Rush da, ne? Oh fuck. Mitten reingeschaut. Was passiert, wenn man die ganze Zeit, also im Endeffekt in jedem Wettkampfspiel, das man spielt, wegen Missbrauch, das, oder auch in Normal Games, man kann auch in Normal Games gemeldet werden, also in Deathmatch und so einer Scheiße, Gelegenheitsspiel, wenn man da die ganze Zeit wegen Missbrauch des Sprachchats reported wird, was passiert dann? Wird man auch dann gesperrt für eine Weile oder wüsste ich mal echt gern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man jemanden reportet dafür, dass sie 24/7 Scheiße im Chat labert. Also im Voice-Chat. Sprachchat ist ja nicht so wichtig. Ist es real? Ist es real? Lass den City. Schon wieder, Alter, what the fuck, ey. Wie oft ist der Kerl jetzt durch Granaten gestorben? Aha. Oh Mann, wieso hat der mich da weggeholt, ey? Das ist doch unglaublich. Und jetzt trollt er noch, oder was? Oder hat die Bombe echt nicht gesehen? Naja, eigentlich sieht man die schon. Ja gut, jetzt kommt ja das Comeback, ne? Das Comeback of Doom. Jetzt gewinnen wir erstmal 13 Runden am Stück. Wir wollten es nur spannend machen. Ich packe jetzt meine Aim-Hack aus. So. Ach ja, ich habe einen neuen P2000-Skin. Amber Fade. Ich finde, der sieht ganz cool aus, weil die Waffe da golden aussieht. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Genau. Ah, ich habe ihn nicht gezogen. Also ich habe ihn natürlich gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Collection der ist. Ich glaube, in keiner regulären. Also in irgendeiner spezielleren. Fuck it. Einmal schon getroffen, okay. Lol, geneift.
Vielleicht sollte mal einer hinter sie schauen. Die gehen B. Ja, so viel zu unserem Comeback. Der eine wurde halt eiskalt geknifed von einem Flipknife. War wahrscheinlich meins. Das werde ich wohl nie wiedersehen. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bedarf zu. Von Flipknives habe ich jetzt echt die Schnauze voll. Wenn ich noch jemals einen Flipknife ziehe, ohne Witz, ich glaube, dann mache ich nie wieder eine Case auf. Wieso gehen jetzt alle A? Es geht. What the fuck? B meinte ich. Es geht alle B. Denkt sich der Einzige, wo A geht, gehe ich immer lieber auch B. Me too. So. Oh fuck, die rushen schon. Verdammt nochmal! 6! 65 in 6! Das ist doch. Ey. Es ist doch scheiße. Ich meine, klar, auf die Distanz und nur mit Spray macht man natürlich nicht viel Schaden, aber ganz ehrlich, in 6,65? Ja, hätte ich jetzt schon was mit 90 erwartet, in 6. Aber naja. Anscheinend habe ich nur seine scheiß Beine getroffen. Was übelst sinnlos ist, weil. Oder, das heißt sinnlos, was übelst unlogisch ist. Weil, wenn der 6 Kugeln in die Beine bekommt, bezweifle ich, dass der noch weiter stabilen kann. Also, nicht weiter spielen kann, sondern halt noch weiter rumlaufen kann und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Damn it. Das kaufe ich mir jetzt für die letzte Runde. Mal einen richtig geilen Scheiß auspacken. Desert Eagle. Oh ja, und eine Hochexplosivgranate. Jetzt geht's ab. Da hatte ich auch mal so einen Hacker im Gegnerteam. Der ist jede Runde einfach A-Long gegangen mit der Desert und hat jeden mit dem Headshot gekillt. Vom ganz hier vorne hat er unsere AWP mit dem Headshot weggeholt. Genauso wie ich jetzt gerade nicht. Ja, ich habe aber sogar einen getroffen. 51 in 1. Ja, es ist egal, weil schon wieder die anderen beiden auch schon tot sind, ohne was zu machen. Und na gut. Doch, der Kerl wird jetzt gleich hart geraidet. Ah, Mist, ich habe mir schon überlegt, mache ich lieber keine Folge. Ich hätte recht behalten, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja, wie gesagt, heute war echt kein guter Tag zum Zocken. Habe ich nur auf die Schnauze bekommen. Oh, noch ein Assist bekommen. Bin ich noch Erster eigentlich? Ja, gut. Ja, heute war echt kein geiler Tag zum Zocken, das war irgendwie total komisch. Also ein richtiger Losing Sunday. Naja. Was, nur 60? Wow, irgendwie habe ich... Achso, ja gut, wenn man verliert, kriegt man ja glaube ich nicht so viel, ne? Ach, keine Ahnung. Egal, jedenfalls trotzdem danke fürs Einschalten. Leider verloren, naja. Gut. Gegner waren einfach besser. Ja, natürlich ist einer von den Master Guardian, dafür sind die anderen alle schlechter. GG. Naja. Egal, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.